Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung mit Herrn Detlef Pöpsler und dem Thema Chaos und Seele. Und da ein bisschen nachgeguckt und diese Überschrift Chaos und Seele ist ungeheuer passend zu seinem sehr ungewöhnlich, wenn man nicht sagen will, chaotischen Lebenslauf. Also chaotisch ist es nicht, sagen wir. Der Lebenslauf ist Chaos und Seele praktiziert. Er hat mir erlaubt, ein bisschen was aus seinem Lebenslauf zu erzählen. Er ist Deutsch-Bolivianer, geboren in Ostpreußen, kam dann nach Bolivien, dort Kindheit verbracht, in La Paz und dann mit einem Ausflug auf ein Internat in die Schweiz, hat nicht so richtig funktioniert, dann wieder zurück nach Südamerika, Peruan nach Lima, peruanisches und deutsches Abitur in Lima. Dann mit einem australischen Stipendium zum Studium eingeladen von Physik und Mathematik an die ehrwürdige Eidgenössische Technische Hochschule in der Schweiz. Das ist gut. Das ist schon was. Du warst da übrigens da. Also Einstein war da, ja. Okay, aber es hat ihm nicht gefallen. Wie er selbst sagt, wie war das? Die dortige funktionale Kälte hat ihm also gar nicht gefallen an der Hochschule. Deswegen hat er die Flucht ergriffen, und zwar an die Uni nach Heidelberg. Das war damals gerade die aufkommende Studentenbewegung mit allem Durcheinander und Chaos und Seele und was dazugehört. Und hat er sich auch engagiert mit Studium quer durch alle Fakultäten, politische Aktivitäten in der Studentenbewegung, bis dann der erste große Einschnitt kam, Gründung einer Familie. Dann ging das wilde Leben nicht mehr so richtig. Und dann hat er seine ersten Tätigkeiten in der Industrie aufgenommen, und zwar im Bereich EDV. Entwicklung von Software, Hardware, Programmierung und so weiter. War recht erfolgreich. Und das führte dann letztlich zu einem, heute würde man sagen, Start-up, zum eigenen Unternehmen, was auch sehr erfolgreich war. Allerdings wurden dann seine Gerätschaften vom Bundesgrenzschutz eingesetzt, bei der Golem-Demonstration und die Rädelsführer da zu erkennen. Und das konnte er also nicht haben. Da hat er aus politischer Überzeugung seine Firma insolvent gehen lassen. Das ist schon bemerkenswert. Ne? Dann kam eine kleine Auszeit auf Norderney, wo er dann in Kontakt kam mit den Kindern, die dann dort auf Erholung und zur Behandlung von psychosomatischen Erkrankungen und so weiter und anderen Erkrankungen geschickt worden, hat er sich darum gekümmert und hat dort praktisch, sagen wir, seine ersten praktischen Erfahrungen mit Chaos- und Seele-Therapie bei Kindern gesammelt. Hat ihn offenbar auch zum Nachdenken über sich selbst etwas angeregt. Trotzdem ging er dann wieder zurück in die Wirtschaft, wieder im Bereich EDV, Mikroprozessortechnik, also alles, was so richtig in ist, diesmal im Bereich Sicherheitstechnik. Bis er dann in den Ruhestand rüberging, und dann hat er endlich Zeit, sich um diese Erfahrungen, die er auf Norderney gemacht hat, intensiver zu kümmern, die Psychologie ranzuziehen und sicherlich auch ein bisschen seinen eigenen Lebensweg zu reflektieren. Und daraus ist dann entstanden die, wenn ich nichts Falsches sage, die Ars Cognitandi, also die Kunst zu denken, worunter er versteht, eine Methode, durch aktives Zuhören und mit wenigen Fragen Menschen mit Daseinsproblemen zu helfen, ihren eigenen Weg, ihren eigenen Lösungen zu finden und praktisch so besser zu bestehen. Ars Cognitandi heißt auch sein eigenes Institut in Wiesbaden, wo Einzelbehandlungen, Gruppenbehandlungen, Therapien durchgeführt werden, und er veranstaltet auch Workshops mit dem sogenannten Enneagramm. Da kennt mich überhaupt nicht aus, deswegen bin ich sehr gespannt, was er uns dazu erzählt. Nebenbei noch, er ist ein begeisterter Billardspieler, aber das ist wieder eine andere Geschichte. So, das war so viel zum doch sehr bewegten Leben vom Detlef Pöpsler. Und wie er mir vorhin erzählt hat, wird er hier nicht einen gelehrten Vortrag halten oder ein Referat, sondern er wird sich mit Ihnen beschäftigen und Sie einbeziehen mit allerhand
Doch, Hokus Pokus. Ja. Lassen wir uns überraschen, was da auf uns zukommt. Okay, Sie sind dran. Ja, danke schön. Das Thema klingt erst einmal verwirrend, Chaos und Seele. Deswegen vielleicht erst einmal eine Begriffsdefinition. Was ist Chaos? Was ist Seele? In dem Sinne, wie ich das verstehen möchte. Es ist jetzt nicht besonders wissenschaftlich, obwohl es natürlich die Chaos-Theorie dahinter steht. Und ein Teil der Chaos-Theorie, beispielsweise die Spieltheorie oder auch die Frage, ist Chaos Zufall oder ist Chaos einfach nur Auswahl an Möglichkeiten? Und deswegen würde ich zunächst einmal den Empfindungsstand hier zusammenstellen. Was wird unter Chaos verstanden? So spontan, was Ihnen einfällt. Kreativität. Kreativität. War geringste Entropie. Natürlich Chaos, wenn es kein Strom mehr gibt und das Internet im Geist aufgibt. Können Sie das in ein Wort fassen oder zwei? Chaos. Störung. Durcheinander. Also, ja, ich finde, nicht geordnet. Nicht geordnet. Ja. Unordnung würde ich anbieten. Das ist wieder was da. Nicht geordnet, Unordnung. Ja. Ist das ein Unterschied? Darf ich mich nochmal melden? Struktursuche. Also Chaos, Struktursuche. Ein Unterschied zwischen, also nicht geordnet und Unordnung sind zwei Dinge. Ja, würde ich sagen. Weiß nicht. Ich habe jetzt den Mund. So, jetzt hier. Struktursuche. Struktursuche. Ja. Oh, gut. Auf dem Weg zur Harmonie fängt das im Chaos an. Das ja. Muss ich übrigens auch noch loswerden. Ja. Multiparametriges, nicht-lineares System mit nicht was bestimmten Gesetzmäßigkeiten gehorcht, aber nicht voraussagbar ist, nicht vorhersagbar ist. Ein Wort. In seiner Reaktion. Indeterministisch. Indeterministisch. Sie sagen unvorhersagbar. Unvorhersagbar. Können wir das darauf richten? Genau. Das ist schon vielleicht unkontrollierbar. Aber unkontrollierbar. Ach so. Okay. Ist auch eine Chance, finde ich. Eine Chance? Ja, gut. Ja, gut, sehr gut. Chancenlosigkeit. Und Chancenlosigkeit? Nein. Ja, Chancenlosigkeit. Verlorenheit. Bei dem ganzen Chaos, wenn da das alles das Verlorensein ist. Einfach Verlorenheit. Los. Das ist genau. Ja, gut. Lost case. Ich finde, Muster. Chaos-Muster. Chaos-Muster. Muster? Ja.
Das ist ein chaotisch vorkommt, ungeordnet, kann den anderen sehr wohl als Muster erscheinen. Das ist was geordnet. Ja, klar. Gut. Wir haben jetzt eine ganze Menge von Begriffen. Und jetzt die Frage, wie können wir die ordnen? In Richtung, sagen wir, positiv und negativ. Gibt's da auch was dazu? Kreativ ist positiv. Also kreativ als Plus. Ja? Durcheinander ist eher ein Minus. Nicht geordnet. Auch Minus. Unordnung. Nicht geordnet ist nicht negativ. Unordnung ist negativ. Unordnung ist negativ. Struktursuche. Eher positiv. Dann unvorhersagbar. Plus oder Minus? Plus. Ja, muss sein. Muss neutral sein. Plus. Also auch nicht eindeutig. Dann unkontrollierbar. Ja, das ist ein Minus. Ja, das ist. Ja, für manche Plus, Minus, für manche Plus. Kommt drauf an. Also auch schon ambivalent. Ja. Chance. Eindeutig Plus. Eindeutig Plus. Gut. Chancenlosigkeit. Minus. 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 Dann Verlorenheit. Minus. Plus. Muster. Plus. Dann Plus. Plus. Null. Ja, beides. Muster ist gar nichts. Ja, Muster. Aber ein Muster ist eigentlich positiv fast schon. Die Frage ist, muss der vorhanden oder muss der fehlen? Muss der kommt. Also vier eindeutig positive, drei so mehr oder weniger, also unentschiedene und einige negative Fälle. Das, mit anderen Worten, es ist genau das, was es ist. Absolut undefiniert. Und so soll es ja auch sein. Jetzt versuchen wir das Gleiche nochmal mit der Seele. Was versteht man unter Seele? Also ich würde sagen, ein gutes Gefühl, ein fröhliches Gefühl. Also Seele als Gefühl? Ja. Wenn die Seele traurig ist, dann weint man ja. Nicht jede. Die Seele, ja. Ja. Gemüt. Gemüt. Ich glaube, ohne Haare, nicht? Ja. Liebe. Ich darf mal einwerfen, es ist die Erfahrungsebene, wo wir nichts wahrnehmen, durch Radio und Sinn, aber immer noch erfahren. Und das ist die Seele, das sind Emotionen, aber weniger kognitiv. Emotionen? Ja. Emotion passt doch. Ja, das ist, passt eigentlich schon, weil das Kognitive ist, haben wir schon. Also Emotion. Aber ich würde sagen, Emotion ist ja, was also nicht wahrnehmbar ist, aber doch nichts ist. Das Göttliche. Das Göttliche. Der Unterschied zum Leblosen. Seele, ja, sagt man dann, ne? Gut, ja. Also das Leben. Nee, nicht unbedingt das Leben nur. Also man sagt ja auch, das Instrument hat eine Seele, ja, obwohl eine Geige nicht lebt. Mhm. Ja? Ja. Mhm. Ja. Die ist nicht leblos, weil. Das ist ein Stückchen Holz, das unten, ja, genau, reingeklebt wird. Ja. Da kann man ja auch gleich Musik sagen, ne? Die Seele. Lebendig, ne? Nee. Das, während man beim Chaos relativ sicher ist mit dem, was man da hingeschrieben hat, ist die Seele, setzt zumal voraus, dass man glaubt, eine zu haben, was immer das auch sei. Ja, noch niemand hat sie je gesehen. Nicht wahr? Während ich ein Chaos durchaus wahrnehmen kann, eine Seele kann ich nicht wahrnehmen. Ja, gibt es nicht, dazu man sagen. Gibt es nicht, so als Provokation. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Es gibt kein Messagement für Chaos. Gibt es nicht. Gut. Nein. Prinzip, würde ich sagen. Prinzip. Prinzip. Also, könnte man noch klären. Das ist das Schlechteste.
Hauptding behind. Da würde ich mal Religion auch unterschreiben. Religion. Ist der Göttlich auch nichts mehr? Der Religion verdanken wir den Begriff. Seele erst einmal einfach als Begriff. Was löst er bei Ihnen aus? An Assoziationen? Spirituell für mich. Es ist nicht unbedingt gleich göttlich. Das ist spirituell, kann auch sein, an irgendwas zu passen. Ja. Was zu glauben, oder? Was meinst du, Emotion? Emotion. Ja. Ja. Wanderung, Seelenwanderung. Wanderung. Ach, also die Seelenwanderung. Mhm. Gedankenwelt. Ja, Gedanken, ja. Gedanken. Gedankenwelt. Sphärisch. Ich will sagen, Erfahrung ist im weitesten Sinne. Was nicht kognitiv ist. Nicht kognitiv zu erfahren, ist das Erfahren. Und das Sphäre, sphärisch? Nicht greifbar. Das ist das, was Hans ja so sagt. Ne? Also nicht das, wahrnehmbar. Nicht greifen kann. Nicht mit Sinnen oder Messen, wahrnehmbar, nicht messbar, erfahrbar. Nicht greifbar, erfahrbar. Also ja. Der Begriff Sphäre. Eine Variante dazu gibt es nicht, aber so ein bisschen eher ja, das ist agnostisch. So, und zweiter geht's. Ist das mit der Zufriedenheit? Wenn er zufrieden ist, ist doch eigentlich, fühlt man sich doch eigentlich gut, ne? Ja, das ist aber nicht der Begriff Seele. Fällt Leib und Seele zusammen, heißt es doch. Doch, ja. Ohne zu wissen, was das ist. Ich kann ja auch gleich sagen, ich lasse Chaos, weißt du genau, was es ist. Seele hast du keine Ahnung. Fühlt man sich auch gut. Gibt's ja auch. Gut. Jetzt mache ich gar keine Kreuzchen hier dran, weil das ist, glaube ich, schon mal der eine Unterschied. Der Seele wird so gut wie nichts Negatives zugesagt, außer eben, es gibt sie nicht. Mhm. Aber oh Gott, das ist keine Eigenschaft, das Nichtsein. Also es wäre zunächst einmal zu sehen, Seele ist also wesentlich positiver besetzt als das Chaos. Und ein Standardbegriff für Chaos ist eben diese Unordnung. Und da würde ich gerne darauf zurückkommen, nämlich den Unterschied zwischen Unordnung und ungeordnet. Da mal differenzieren, was ist denn eine Unordnung und was unterscheidet sie vom Ungeordneten? Die Bewusstheit. Und wenn etwas ungeordnet ist, besteht eventuell die Möglichkeit, das noch zu ordnen. Wenn es eine Unordnung eventuell nicht ordnerbar ist. Kann doch eine Art Ordnung sein. Ja, aber wie ist das denn? Beispielsweise, ich kenne Ihre Schreibtische nicht, aber ich kenne meinen. Ich kenne auch meinen. Und da ist Unordnung. Und ja, ist da Unordnung oder ist er ungeordnet? Ungeordnet. Definitiv. Ja, dabei ist es doch ein Zustand eigentlich. Ja. Der nicht weit auseinander liegt. Das sind schon irgendwo Nachbarn. Nehmen wir mal ein Kartenspiel. Ein Kartenspiel wird gemischt und ist ein schönes Bäckchen. Das ist ordentlich. Aber die Karten selber sind nicht geordnet. Sie sind ungeordnet. Das heißt, da ist ein deutlicher Unterschied zu sehen, ob ich kann meinen Schreibtisch, statt aufzuräumen, einfach nur schöne Häufchen machen. Genau. Das sieht recht geordnet aus und es ist trotzdem ungeordnet. Also es ist nicht, es ist kein System. Ja. Also die Ordnung setzt ja eine Regelhaftigkeit voraus. Mhm. Das heißt, ich ordne ja nach einer Regel. In Ordnerei. Wie auch immer. Ich habe, dass ich mir noch selber ausgedacht habe, wie ich beispielsweise meine Bücher im Regal hinstelle, folgen sie einer gewissen Ordnung, weil ich eine Regel voraussetze und nach dieser dann handle. Dass wenn ich jetzt also, jetzt gegenüber sehe, Chaos und Seele, fällt mir nur das ein, dass das Chaos die Regel nicht kennt oder verloren hat. Ja, und
Wenn ich also diesen Begriff, der relativ häufig auftaucht, unter Unordnung hier, unter dem Chaos, nicht geordnet, ungeordnet, sehr oft taucht der Begriff Ordnung auf. Mhm. Ja, was mir dabei fehlt, ist die Regelhaftigkeit. Ja, aber das ist der Unterschied. Geben einer bestimmte Reihenfolge. Man kann auf jeder Fahrt nicht nur einer, sondern unendlich viele Regelsätze finden, wonach dieser geordnet ist. Ja, sicher. Das ist immer möglich. Wenn ich dieses Beispiel von Ihnen aufgreifen würde und versuchen würde, für mich den Unterschied zu finden, würde ich sagen, mit diesem Kartenspiel, wenn ich das nehme, und ich sage genau, das ist nicht geordnet, hier ist nicht nach Buben, nach König oder sonst was, sondern diese Unordnung würde für mich darstellen, ich habe jetzt hier häufig mit dem Karten und Teil vom Kartenspiel liegen und auf der anderen Ecke vom Schreibtisch einen anderen Teil. Das wäre für mich jetzt persönlich so der Unterschied zwischen nicht geordnet oder ungeordnet und unordnet. Mhm. Also ich denke, das ist eine Interpretationssache, wie man das auch für sich empfindet. Sicher. Mhm. Und dann sind wir wieder auf dieser Seite. Ja. Also, das ist ja das, wohin ich sie manipulieren will, ne? Dass das eigentlich das Gleiche ist. Ja, also. So, zu diesem Zusammenhang zwischen den beiden möchte ich mal in etwas gehen. Also, ich möchte niemandes religiöse Empfindungen verletzen, aber ich würde gerne den Anfang der Schöpfungsgeschichte zitieren. Ich habe leider die Bibel jetzt nicht dabei und ich hoffe, Sie helfen mir dabei. Im Anfang war das Wort. Johannes. Und das ist Johannes. Ja. Das ist Johannes? Ja, ja. Na gut. Das ist alles so, war wo? So will ich eh nicht lernen. Gut, dann ist es Johannes. Aber ja, es ist ja auch eine Schöpfungsgeschichte drin. Also im Anfang war das Wort. Ja. Und das Wort war bei Gott. Wie geht's weiter? Und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Ja. Habe ich nie verstanden. Gott war das Wort. Ich meine, gut, okay, Johannes Evangelium ist wahrscheinlich das Philosophischste. Hm. Ja, das ist also nicht so historisch, das ist also wirklich mehr, wie soll man das sagen, mehr eine Predigt. Und da ist also zunächst einmal diese, im Anfang war das Wort. Was ist ein Wort? Ein Wort ist erst einmal ein Geräusch und wird zum Wort, indem es eine Bedeutung bekommt. Indem es eine Bedeutung bekommt, die vereinbart ist. So wie Kinder erst einmal Wörter lernen, indem sie ba 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 machen und erst einmal gar nichts wissen, aber erst mal ihre Sprechwerkzeuge trainieren müssen. Und so ist jetzt dieses Wort im Grunde der Anfang eines Begriffs und der Begriff, der fängt dann an, eine Verbindung zu den Begriffenen herzustellen. Ganz simpel, Tisch. Ja, Tisch ist erst einmal ein Tischlaut. Ne? Mhm. Und die Verbindung, dass mit dem Begriff Tisch jetzt so etwas oder auch etwas ganz anderes, aber Hauptsache irgendwie eine Fläche, die erhöht steht. Mhm. Vielleicht so oder so mal die ganz pauschale Sache. So entsteht es überhaupt aus einem Wort, einem Begriff und eine Verbindung zur Welt. Und dieses Entstehen bezieht sich auch hier drauf. Und wenn wir jetzt ganz, ganz, ganz an den Anfang der Welt gehen, da wo auch die Physiker und Kosmologen und dergleichen nicht mehr weiter können, nämlich zu diesem angenommenen Urknall, für den es gute mathematische Gründe gibt. Ich weiß nicht, ob man sie als Beweise nehmen kann, aber im Grunde ist es auch egal. Aber dieser Anfang muss ja eine ungeheure Energie gehabt haben, die nichts anderes war als Energie. Eine Vorstellung, die mir absolut fremd ist. Für mich ist Energie immer etwas in Bezug auf etwas anderes. Ja,
Also beispielsweise, ich habe hier oben einen Wasserbehälter und da unten habe ich irgendwie so ein Wasserrad. Und da habe ich jetzt also die Energie der Lage, kommt runter, wird kinetische Energie, treibt ein Rädchen an. Und dann habe ich ein Dynamo, kann ich, was weiß ich, Stromerzeugung, Lämpchen brennt. Aber es ist nur diese Energie der Lage, ist in Bezug auf das, was da unten ist, auf das, was es nehmen kann. Da kommen wir ins. Und das Wasser muss ja irgendwie da oben hingekommen sein. Das muss da oben hingekommen sein. Geklärt wird, ne? Genau. Ne? Und wie ist das Wasser nach oben gekommen? Man hat es raufgepumpt oder es hat einfach reingeregnet. Ne? Das Eis ist geschmolzen oder wie auch immer. Ja, aber Grund. Für alles das brauchen wir Gründe, also Ursachen. Und damit sind wir jetzt wirklich beim Wesentlichen. Was hier zum Beispiel, wo war das hier? Unvorhersagbar und unkontrollierbar. Und da war noch eine. Nee, das ist diesmal nicht dabei. Nämlich regellos. Jedenfalls ist es nicht aufgeschrieben. Platzmangel. Nein, es ist so. Das, was man jetzt kosmologisch als Entstehung der Welt, Millionen, Milliarden von Jahren, fortlaufend versucht zu rekonstruieren, denn nichts anderes sind diese ganzen kosmologischen Theorien, ein Versuch zu sagen, wir können das beobachten, was ist, und können aus dem, was wir beobachtet haben, bestimmte Regeln ableiten, wie sich Materie, Energie und so weiter zueinander und miteinander verhält. Wenn wir das einfach zurückrechnen, gibt es eine Zwangsläufigkeit. Was muss geschehen sein, damit es diese, zum Beispiel die Erde gibt oder unser Sonnensystem oder unsere ganze Milchstraße? Und da kann man dann die einzelnen Bauteile zusammensetzen. Es gab Staub und Gas. Für mich die erste Frage, wer hat da mit dem Fuß gestampft, dass es gestaubt hat? Wo kommt der Staub her? Und was ist der Unterschied zwischen Staub und Gas? Staub ist also schon sehr viel materieller als Gas. Weil Staub sind schon kleine Teilchen. Ja, Sternenstaub. Ja, wo kommt der Sternenstaub her? Das heißt also, es muss so... Sternengeneration. Mehrere sogar. Und jetzt haben wir also dieses Problem, Urknall, können wir nicht verstehen, können wir nicht begründen, blenden wir erstmal aus. Das ist das gleiche Problem, was also die gesamte Physik oder überhaupt die Kosmologie hat. Wir kennen also die Grundkräfte, magnetische Kraft, elektrische Kraft, starke und schwache Atomkraft intern, die das Zeug zusammenhält, beziehungsweise also Atomspaltung zulässt, das können wir sagen. Aber eigentlich gibt es ja noch eine. Die Gravitation. Die Gravitation. Und die Gravitation, die passt da nicht rein. Die lassen wir erstmal. Nee. Das ist das Schwächste und Wichtigste. Genau. Und das ist nämlich das Ganze. Es ist die einzige Kraft, die angeblich keine Gegenkraft hat. Ich habe sie gefunden. Es ist die Zeit. Was ist Zeit? Was ist Zeit? Was ist Zeit? Zeit ist im Grunde genommen die Gegenkraft zur Gravitation. Die Gravitation zieht alles zusammen, die Zeit hat alles auseinandergedrückt. Zeit ist das, was die Uhr messen. Ja gut, das kann man jetzt auch noch dazu kommen. Nein, aber als Modell ist einfach eine Bewegung nur innerhalb der Zeit möglich. Das heißt also, eine Veränderung, alles was sich verändert, ist... Das ist in der Zeit, jawohl. Passiert nur in der Zeit. Jawohl, Zeit gibt das ohne andere.
Oder so. Ne? Also, und dann ist jetzt eben diese Frage, ich lasse das jetzt mal so stehen, ich kann es nicht beweisen. Es ist einfach ein Gefühl, weil die Zeit hat auch nur einen Zeitpfeil. Die Zeit läuft auch nur in eine Richtung und die Gravitation läuft nur in eine Richtung. Also, warum sollen die nicht zusammengehören oder einander bedingen? Und auch wenn man jetzt die Gravitation zwischen größeren Körpern, sprich Sonne und die Planeten, zugrunde legt, ne, nimmt die Gravitation ja, ich glaube, mit dem Quadrat des Abstandes ab. Und diese Relation, wenn jetzt der Abstand oder die Umlaufgeschwindigkeit nicht groß genug ist, ist also die Gravitation, die Anziehung größer. Und das gilt ja nicht nur für diese Riesenkörper, das gilt ja im Grunde genommen für jedes Staubkörnchen. Und so gehe ich jetzt mal einfach davon aus, in dieser Wolke aus Gas und Staub sind immer wieder Staubkörnchen zusammengestoßen, irgendwie, und ja, meistens ist gar nichts passiert, die sind einfach voneinander wieder abgeprallt. Aber manchmal war eben diese Anstoßungsgeschwindigkeit klein genug, dass sie aneinander haften blieben. Und so ist das allmählich weitergegangen. Aufgrund der Oberflächenstruktur eines Staubkorns bietet sich eher an, ähnliche oder andere, die dazu passen, aufzunehmen. Und jetzt haben wir etwas ganz Ähnliches hier. Wie bildet sich denn Seele? Was ich hier zum Beispiel nicht ganz drin habe oder nicht vermisse, ist das Bewusstsein. Und zwar das Selbstbewusstsein, dieses Ich-Bewusstsein. Hat mit Egoismus und dergleichen erstmal gar nichts zu tun, sondern einfach, ich lebe, ich sehe die Welt und... manchmal kann man daran zweifeln, sind das alles meine Fantasiegebilde? Und wenn das meine Fantasiegebilde sind, warum bilde ich mir dann so viel Mist ein, der mir schon passiert ist? Ne? Ich könnte mir ja eine bessere Welt ausdenken. Also dieses Bewusstsein, ich stehe irgendwo in der Welt und mache etwas. Also heißt das, ich bin? Das heißt, ich bin, ja. Aber das Wissen, dieses Bewusstsein, ich bin. Und ich bin eben nicht Baum, ich bin nicht Löwe, ich bin eben Mensch. Und als Mensch habe ich mittlerweile die Fähigkeit, mich zu fragen, warum ich mich frage. Das ist jetzt die menschliche Seele. Das ist dann also die menschliche Seele. Gut, die Seele der Geige lasse ich mal weg. Ich würde den Tieren jetzt auch keine Seele absprechen, obwohl die allermeisten kein Selbstbewusstsein haben und sich ihrer selbst nicht bewusst. Bei Affen ist man sich der Sache nicht so ganz sicher, aber bei den Rest schon. Ja gut, es gibt die Spiegelversuche, ob ein Tier sich selbst im Spiegel erkennt. Und das ist ja auch so, also, das bin ich. Es gibt auch einige Vögel, die das ganz gut können. Aber wie bildet sich denn die Seele? Über Beziehung. Beziehung, ein ganz wichtiger Teil, ja. Ja, ich will so über die Erfahrung, die auf dieser Metaebene stattfindet, in der Interaktion mit Menschen, aber auch mit Naturgegenständen, ja, in Interaktion, dann ist er emergent eben ein Mehr an Wirklichkeit. Und das ist dann Seele. Das ist also, sie wächst auch aus dem Nichts, will ich mal sagen. Überall, wo eine Seele ist, war vorher irgendwann mal nichts. Ganz ohne geht's. Ja. Nichts gibt's in der Mitte. Ja, aber bleiben wir mal auf der Zellstruktur, die irgendwann zu einem Fötus, zu einem Embryo wurde, dann irgendwann geboren wird. Da gibt es die ganzen Problematiken, vor allem bei im Thema Abtreibung. Ab wann hat dieser Zellhaufen eine Seele? Und darf nicht mehr abgetrieben werden. Und das ist
ja, was ist das eigentlich? Das ist Metaphysik. Ne? Denn wir haben kein... Wir haben in dem Sinne kein Messverfahren, wie viel Seele jemand hat. Aber wir haben etwas anderes. Gefühle, Emotionen, also die ganzen Empfindungen. Das heißt, dass dieses sogenannte Mitgefühl und die Fähigkeit zu projizieren. Und das hat man sogar physikalisch in den Neuronen festgestellt, in den sogenannten Spiegelneuronen, dass man in sich durch Betrachtung eines anderen es miterlebt. Man kann sehen, wenn jemand Schmerzen hat und es tut einem selber weh. Ob es einem weh tut, weil sich da jemand geschnitten hat, oder ob es einem weh tut, weil man ihm nicht helfen kann, das sind zweierlei Dinge. Aber es ist auf jeden Fall diese Art von Mitgefühl oder auch aus dem Blick von den Menschen. Auch Erfahrung. Weil man ja selbst auch vielleicht ähnliche Situationen schon erfahren und weiß, dass Schmerzen oder Glück bereiten kann. Es wächst. Also das heißt, es wächst. Wir lernen. Und wir lernen, uns in andere hineinzuversetzen. Es gibt also dieses etwas holperige Wort Empathie, das eben etwas anderes ist als Sympathie. Darf ich eine Frage in den Raum stellen? Warum redet man denn gerade, wenn all das nicht mehr stattfindet, nämlich wenn jemand nicht mehr lebt, von selig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es jemand. Ein E. Selig. Das ist ja irgendwie ein kirchlicher Begriff, oder? Nee, doch. Nee. Seligsprechung vor der Heiligsprechung. Irgend sowas. Ja. Da bin ich auch überfragt. Ja. Benutzt das so. Wo beginnt denn bei Lebewesen, egal welchen, die Ansicht, dieses oder jenes Lebewesen müsste eine Seele haben? Das setzt doch voraus, dass ich mir ganz bestimmte Dinge darunter vorstelle. Also wenn ich jetzt dahin gehe und sage, diese oder jene Lebensform ist primitiv, zu primitiv, um eine Seele haben zu können. Oder fängt das an mit der Entwicklung eines Selbstbewusstseins, wie Sie eben ausführen wollten. Dass man also in dem Moment, wo ich mir über meine Existenz selber bewusst bin, weil ich mich im Spiegel erkenne, das bin ich, hat das doch mit Seele nichts zu tun. Seele ist für mich ein rein religiöser Begriff, der nur, wenn Sie das mal in der Geschichte zurückverfolgen, nur dort auftaucht. In religiösen Texten und was die Kirchen da produzieren, egal welche, ob nur christliche oder andere. Ja. Der Seelenbegriff als solcher ist sowas von abstrakt. Er lässt sich doch nicht erfassen und auf irgendein Lebewesen entscheiden, das Lebewesen hat keine, das hat eine. Es hat auch mit Reaktionen zu tun. Ich habe also gerade gestern oder vorgestern einen Artikel gelesen, wo man den Pflanzen sogar Seele zuspricht. Ja. Aufgrund ihrer Reaktion, wie sie auf Zuwendung und Pflege reagieren. Ja, stand in der FAZ. Ja. Egal wo es geht. Ja. Aber natürlich, meine, die Zuwendung heißt ja auch entsprechende Pflege. Ja. Und ob das jetzt dieses regelmäßige Gießen und irgendwelche Viecher abknüpfen ist, entstauben, ob man jetzt dazu entspricht oder nicht, ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber es ist wirklich dieses sich widmen. Ja. Und, aber das ist ja mit den Tieren genauso. Absolut. Gerade bei Tieren, ich sehe mal, also zum Beispiel sehr viel mehr Körperkontakt, diese gegenseitige Fellpflege, die also nicht nur bei Primaten, sondern bei fast allen Tieren der Fall ist, wo es also kein Ekelmoment gibt.
Also ich habe also kleine Katzen schon öfter gehabt, bei Hunden ist es fast genauso, wenn die also Junge haben, nicht? Und die Jungen schieten da vor sich hin, die Alte frisst das auf und leckt die sauber. Ja? Ja. Und da gibt es kein Ekelgefühl oder sonst was. Ich glaube nicht, dass sich dieses Tier irgendwie Gedanken darüber macht, dass man sich darüber ekeln könnte, sondern es muss aufgeräumt werden, das muss weg. Also das sind Dinge, und was auch noch dazu kommt, sehr, sehr viele Käfer, Maden und so weiter leben vom Kot anderer Tiere, weil dieser Kot noch sehr viel Nährstoffe enthält und sogar neue Enzyme hinzugekommen hat, die diesen Tieren also sehr nützen. Und naja gut, das größte Beispiel sind natürlich die Pflanzen, die gedüngt werden. Nein, aber ich glaube, das Thema Seele würde ich jetzt nicht so eng fassen, dass ich es nur religiös sehe, das tue ich nämlich gar nicht, sondern mehr im Sinne der Psychologie. Welche Psychologie? Ne? Welche psychologische Richtung? Ich will jetzt keine bestimmte Richtung, sondern... Freudadlerjung, nehmen wir die drei. Ja. Freudadlerjung. Ja, Freudadlerjung. Gut, das, wir können also Freud nehmen, der also die ganzen seelischen Projektionen auch in der Traumdeutung sehr deutlich gemacht hat. Aber das sind, sagen wir mal, einfach mögliche Versuche, bestimmte Verhaltensmuster zu erklären, auf ihren Ursprung zurückzuführen, und wenn sie selbstschädlich oder für die Gesellschaft schädlich sind, diese Leute wieder einzunorden. Ja. Und es ist eigentlich, es geht um psychische Krankheiten. Und was ist eine seelische Krankheit? Man hat es mit Medikamenten versucht, es funktioniert. Depressionen kann man zum Beispiel sehr gut medikamentös behandeln. Aber auch über Beziehung. Über Beziehung. Da Patient sehr viel besser. Sehr viel besser. Wobei da das große Problem, vor allem für den Therapeuten, besteht, sich nicht auffressen zu lassen. Also die Möglichkeit, also wirklich auf Abstand zu gehen und sagen, also so weit und nicht weiter. Und ganz problematisch, gut, ein Therapeut, der einen Patienten hat, ist relativ meistens unproblematisch. Ein Therapeut, der eine Patientin hat, da kommt ein bisschen zu viel Projektion mit rein, oder kann sein. Und wenn da nicht wirklich darauf aufgepasst wird, dann gibt es dann eben Bücher wie Sex als Therapie. Was vielleicht in manchen Fällen sogar gut ist. Aber es entspricht nicht, sagen wir mal, dem Berufsethos. Also es sollte keine solche Beziehung zwischen den beiden bestehen. Und es hat natürlich auch einen großen Nachteil. Ich kann jemand Fremdem gut zuhören, ich kann mich in ihn hineinversetzen, aber ich muss ihn nicht lieben, ich muss ihn nicht mögen. Es reicht vollkommen, dass ich ihn völlig akzeptiere. Er ist, wie er ist, und seine Probleme sind seine Probleme und nicht meine. Und dann kann also wirklich eine erfolgreiche Arbeit stattfinden. Sobald eine persönliche Beziehung da ist, und das wird jeder von Ihnen, der in einer Beziehung lebt oder gelebt hat, sehen, ein einzelnes Wort kann eine Assoziation hervorrufen. Damals hast du das auch schon bei mir gesagt und da warst du auch schon so klein. Und der, der es gesagt hat, hat in der damaligen Situation das möglicherweise gar nicht mit Absicht gesagt, sondern einfach nur gedankenlos oder vielleicht auch ganz was anderes gemeint. Aber man hat nicht damals darüber gesprochen. Einer hat es gesagt und der andere hat sich zurückgezogen und hat geschmollt. Unter anderem, um die Beziehung nicht zu gefährden.
Genau. Und jetzt kommt sowas Altes wieder hervor. Ja, das ist der Knackpunkt. Ja, genau. Und das sind Sachen, die haben hier eigentlich schon die ersten vier, tja, man könnte sagen, die ersten vier Punkte genau zusammengefasst, nämlich das Gefühl, das ausgelöst wird durch ein Wort, positiv oder negativ, schlägt aufs Gemüt. Und ja, gefährdet die Liebe oder fördert sie? Und also insofern ist die Liste schon mal ganz gut. Ja, was ich verbisse, das, das Wort Geist ist überhaupt noch nicht gefallen. Was hältst du nicht? Geist. Den Geist, der würde da drüben noch sein. Aber er ist doch da. Er spielt ja auch eine Rolle. Weil er ist das Reservoir von allem, was ich denke, worüber ich reflektiere. Deswegen ist die Seele ja nicht allein. Nein, natürlich ist die Seele nicht allein. Wechselt auch mit dem Geist sein. Ja, natürlich. Das Reservoir, was wir sonst an Erfahrungen haben. Bleibt. Ja. Und den. Aber es ist ja nicht das Thema, wir haben heute nur Chaos und Seele, nicht Geist und Leib. Das wäre vielleicht das nächste Thema. Das Chaos und Leib. Ja. Und über die, sagen wir mal, menschliche Dreieinigkeit können wir uns gerne ein andermal unterhalten. Naja, aber das ist schwer, natürlich ist auszuhalten. Der Geist, jetzt nur ganz kurz, der Geist ist im Grunde genommen, wie soll man sagen, der Besserwisser. Ja, ist der Verantwortliche. Der im Grunde genommen so versucht, das Regime zu übernehmen. Und in solch einer Gesellschaft sind wir in den letzten 200 Jahren zunehmend reingewachsen, dass körperliche Bedürfnisse als bäh angesehen werden, seelische Bedürfnisse als memmenhaft und feige oder sonst was. Und jetzt zählt nur noch das Geistige. Das heißt, die Intelligenz, das Überwinden von körperlichen und seelischen Bedürfnissen und dieses, würde ich sagen, der Geist hat seine Berechtigung. Aber er sollte sich arrangieren, dass er nicht das Wichtigste ist. Das sehe ich den Geist überhaupt nicht. Der Geist gehört wirklich eher in Richtung Chaos. Ja? Und dann ist er regulativ. Das hängt vom Geist ab. So. So, ein kleines Beispiel zu Chaos in der Pädagogik. Ich hoffe, das Gerät hier funktioniert.